Wenn ich meine Liebsten überraschen und verwöhnen möchte, dann geht es bei mir schon sehr viel über Kochen. Und also ich sitze am liebsten, was heißt ich sitze? Ich bereite eine große Tafel von leckeren Köstlichkeiten zu, gerne in ganz vielen verschiedenen Schüsseln und habe dann eine lange Tafel voller Freunde und Familie. Und wir verbringen dann einen schönen Nachmittag im Garten. Und ich zelebriere das dadurch, dass ich mir vorher genau raussuche, was ich kochen will. Ich koche wahnsinnig gern, das ist eigentlich mein liebstes Hobby. Und dann einfach so eine Variation auf den Tisch zu bringen, wo jeder was findet, wo jeder sich was Gutes aussuchen kann. Und dann decke ich auch den Tisch schön und mache alles schön, sodass einfach der Rahmen schön ist für das Zusammensein. Um meinen Liebsten zu verwöhnen, darf ich auf jeden Fall nicht etwas machen, was mir gefällt, sondern was ihm gefällt. Und im Zweifel gefällt mir das nicht so gut. Ne? Das ist schon mal das Erste. Oder im besten Fall gefällt es uns beiden. Aber ganz ehrlich, um meinen Liebsten zu verwöhnen, tue ich ihm den größten Gefallen, wenn ich ihm selbstgemachte Maultaschen mache. Dann ist es einfach ein Fest und damit kann ich ihn immer wieder überraschen. Wenn ich meine Liebsten verwöhnen und überraschen möchte, dann zaubere ich ein wunderbares Mahl. Das besteht meistens aus 3 bis 4 aufeinander abgestimmte Gänge. Es wird in jedem Fall Artischocke dabei sein. Artischocke ist meiner Meinung nach eine unglaublich sinnliche Frucht, die übrigens auch als Zwischengericht sehr, sehr gut taugt. Es werden Nudeln dabei sein, die natürlich glücklich machen als Kohlenhydrat. Und es wird ein leckeres Stück Fleisch dabei sein, das immer wieder ein besonderer Genuss ist. Je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, wird es entweder ein besonders zartes Filet sein oder es wird ein besonders leckeres Kalbskotelett sein oder, wenn es Winterzeit ist, geschmorte Kalbsbäckchen bzw. ein wunderbares Bœuf Bourguignon. Um meine Liebsten zu überraschen und zu verwöhnen, da sind wir in der Familie, muss ich sagen, relativ einfach gestrickt. Wir lieben alle gutes Essen, wir lieben gutes Glas Wein. Und wenn ich sage, Leute, heute Abend bei uns zu Hause, Pasta, Wein, was Basisches vorweg, dann sind alle glücklich. Die Liebsten zu überraschen heißt auch immer, erstmal was zu machen, was mir auch Spaß macht. Also ich verschenke nicht das, was ich langweilig finde, sondern ich gucke auch immer, dass es mir Spaß macht. Und natürlich gucke ich, was mag der andere. Wo sind seine Interessen, wo sind seine Bedürfnisse? Aber ganz viel schenke ich halt gemeinsame Zeit, weil das ist das, was eigentlich bei allen immer das Schönste ist, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Zusammen ins Theater gehen, gemeinsam irgendwo essen gehen, besonders Essensgutschein bei uns zu Hause funktioniert immer Essen. Tolles Restaurant, am besten irgendwas mit Tralala hinten dran, in eine Ausstellung gehen, vielleicht eine Reise irgendwohin machen. Das passt eigentlich immer. Nach den Interessen halt, die da sind.